Hallo, liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moto Lifestyle. Wir kommen direkt mal auf den Punkt. Ich probiere heute mal was aus. Eine alte Kamelle eigentlich. Der Scheinwerfer, der LED-Scheinwerfer mit Kurvenlicht, ist jetzt schon länger in dem Motorrad drin. Aber wir nutzen heute diese warmen Temperaturen, warten noch bis dunkel ist und dann fahren wir das Motorrad und gucken mal, wie dieses Kurvenlicht funktioniert, oder? Und dann gibt es noch was ganz was Feines und zwar von Alexander Ellert, AE Deco Art. Kannst du sehen? Jetzt wird scharf, oder? Wird scharf? Ja. Jo! Und zwar macht der gute Alexander richtig geile Sachen, wie man sehen kann. Alles kann man sehen, oder? Ja. Ganz, ganz viel mit Sitzbänken. Und der liebe Alexander hat gesagt, Jens, ich mache dir mal einen richtig geilen Sitz. Erstmal danke dafür. Das Ding ist mega geworden. Ich glaube, machen wir kurz einen Einspieler, oder? Wie schön der Sitz ist. So, wie es zum Motorrad passt. So einen ganz kurzen, so einen. Hammer, oder Leute? Also, das ist im Endeffekt die Geschichte, ganz kurz und knapp, wie viel Arbeit das ist und wie viel Erfahrung man dafür braucht. Das wäre auf jeden Fall ein eigenes Video wert. Sitzbänke machen Motorräder, das ist ganz klar. Das ist so, wie die Autofelge ein Auto schön macht. Ne? So könnte man es doch am besten beschreiben. Also das Sahnehäubchen obendrauf ist immer der Sitz. Und kriegt normalerweise zu wenig Beachtung. Positivster Nebeneffekt. Alex, bitte erzähl mal kurz. Ist der Hammer, oder? Super ja, bequem. Super ist wirklich bequem. Super bequem. Ja. Wir haben ja jetzt auch die Afrika Twin zum Reisen. Und die kommt da nicht hin. Also die kommt da nicht hin. Das ist richtig bequem, das Ding. Was haben wir gemacht, um sie kürzer wirken zu lassen? Ich wollte zuerst im Ursprung dieses Motorrad nehmen und wirklich kürzen vom Rahmenheck. Dann habe ich mich aber umentschieden und diesen Inspiration Kit hingebaut und gesagt, okay, das sieht jetzt erstmal ganz gut aus. Gerade auch wissentlich, dass wir öfter mal zu zweit fahren. Also, wie kriegst du es optisch hin? Wir haben relativ viele Fotos angeguckt, wie die anderen das auch machen. Du kannst ja jetzt nicht hingehen und das Rad neu erfinden. Lange Rede, gar keinen Sinn. Erstmal sind wir mit der Polsterung hochgekommen. Als Basis habe ich die Sitzbank gehabt vom Inspiration Kit, die eh ganz gerade ist. Die ganz originale Sitzbank hat noch so einen Höcker drin, ist nicht so prickelnd. Gut, dadurch, dass wir ein bisschen höher gekommen sind, konnten wir die Seiten was anschrägen. Also wenn du es hier mal von oben anschaust, sind wir hier schräger geworden und im hinteren Bereich viel schräger. Das heißt, diese obere Fläche, wo das jetzt abgesteppt ist, die ist jetzt, wirkt jetzt kürzer. Es gibt noch ein Tire Control System, ein Luftdruckkontrollsystem. Warte, hol dich schnell. Das sieht so aus. Und zwar sind die Sensoren hier im Ventilkäppchen, das R für Rear, ja, und das F für Front. Also nur draufdrehen, da sind so Kontermuttern dabei. Dafür ist dieser wunderbare Schlüssel. Und dann werden die einfach nur nochmal gegengekontert. So, und jetzt kommt der Clou. Dieses Teilchen hier wird quasi in eine Schale gelegt, die magnetisch ist. Und diese Schale kann man jetzt am Motorrad befestigen. Was müssen wir jetzt machen? Wir kleben es mal hier auf. Das ist auch geil, weil es ja Metalltank ist, kannst du es einfach auch hinpappen. Klebestreifen, fertig. Und jetzt habe ich erst überlegt, mache ich das in die Supermoto rein? Aber was passiert, wenn ich springe? Das ist ja nur so, siehst du, es ist so magnetisch. Jetzt geht's rein. Also besser kann man es nicht mehr einstellen. Es zischt leicht. Und hier gehe ich jetzt nur mal mit dieser Konterung leicht dagegen. Wir wollen es ja in verschiedenen Bikes ausprobieren. Das ist der vordere Sensor. Also ich habe
die kurze, knackige Bedienungsanleitung gelesen. Du kannst von PSI umstellen auf Bar. Und an geht das Ding erst, wenn man das wieder in diese Schale legt. Wenn wir nachher unsere Klamotten anhaben und ein paar Meter fahren, durch die Raddrehzahl zeigt er uns dann Luftdruck an. Was ist mit den Haaren? Ich bin komplett heute zerstört. Wieso? Wir haben heute nur gechillt. Ja, ich weiß, so sehe ich auch aus. Wir haben heute den ganzen Tag gewartet, dass es dunkel wird. Und? Gleich ist es soweit. Lass uns nochmal Probe sitzen. Ja. Wie groß bist du? 1,74. Ich wollte 75 sagen. Ja? Ich stell das mal gerade auf. Ganz schön schwer das Ding. Ganz schön schwer. Ja, so, und jetzt? Dran. Ja, Füße am Boden. Beide Füße am Boden. Ja. Easy. Ja, locker. Guck mal, ich kann sogar, wenn ich nicht. Ja, also. Und jetzt mal den einen Fuß. Kannst du einen Fuß hochnehmen, mal den? So sieht das aus. Gefällt Ihnen das so, Herr Kuhn? Mit der Sitzbank. Wie gefällt Ihnen die Hintergrundmusik? Jazz. Was? Jazzmusik Jazz? Ist das? Nein, das ist so eine... Wann machen Sie endlich den Führerschein, kommt im Kommentar bestimmt. Bar 1,9 Bar hinten und 1,7 Bar vorne hat er angezeigt. Jetzt. Freunde, Tag 2, Abend 2 des Versuchs zu zeigen, wie hell der Scheinwerfer ist. Es funktioniert nicht. Wir kriegen es filmisch nicht hin. Wenn wir die Blende aufmachen, dann ist alles hell, ne? Irgendwie. Ja, das sieht zwar auch richtig schön aus, aber man sieht halt nicht, wenn du in die Kurve fährst, ja, wie schön diese einzelnen Lämpchen, genau, die Segmente runtergehen. Ja. Das kriegt man nicht hin. Ich habe jetzt schon echt alles versucht, aber irgendwie geht das nicht. So what? Tut mir leid. Es gibt jetzt einfach noch ein paar Fahraufnahmen. Und sonst danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich hab euch lieb. Küsschen. Bis zum nächsten Mal. Achso, Abo. Ne? Und da geht's zum Abo, da geht's zum nächsten Video. Glöckchen nicht vergessen. Jetzt aber lieb. Tschüss. Tschüss.